Ja, und damit herzlich willkommen zum Marathon-Wrap-Up, würde ich es mal nennen. Ja, ihr habt ja nach Woche 3 oder 4 müsste es gewesen sein, keine Weekly Uploads mehr gehabt über meine Marathon-Preparation. Ja, ich könnte jetzt ja Ausreden suchen oder sagen, woran es gelegen hat. Aber ich glaube, ich spare mir und euch das auch einfach mal und sage einfach, dass ich es verkackt habe. Habe es einfach nicht geschafft, habe es halt verkackt. Und deshalb gibt es jetzt leider Gottes nur ein Wrap-up danach. Ich werde euch noch ein bisschen auf die Reise trotzdem versuchen mitzunehmen, euch trotzdem noch ein paar Videos einblenden und Strava-Einträge und hoffe, dass ihr dem dann trotzdem auch noch folgen könnt und dass ihr auch einmal hier in dem Video noch seht, was das dann doch noch für eine schwierige Geburt tatsächlich war. Es ging tatsächlich weiter. Nach dem Italienurlaub war ich erstmal eine Woche komplett krank. Ich hatte Corona. Mein Trainingspartner Tim ist tatsächlich in der Zeit seinen ersten Marathon dann gelaufen in Lindau und hat da eine bodenlos bombastische Zeit hingelegt. Also wirklich geisteskrank. Respekt dafür auch nochmal. Und war ich wirklich einfach komplett nur geflasht. Ich war nämlich tatsächlich während seines Marathons Tims persönlicher Race Engineer und ja, habe das wohl anscheinend auch besser gemacht als die bei Ferrari. Ich glaube, das sind 3,29. Der Mann ist unter 3,30 gelaufen. Was ein Löwe. Danach die Woche ging es dann wieder weiter. Ich bin ein bisschen wieder lockerflockig ins Training reingestartet, Recovery Runs gemacht und ja, um einfach wieder erstmal in Tritt zu kommen, wie man so schön sagt, und bin dann einfach noch weitergelaufen. Dann halt eigentlich die ganze Zeit bis zum Marathon und ja, was ich einmal in der Retrospektive noch erwähnen möchte, was wirklich viel, viel besser geworden ist, sind meine Magenprobleme tatsächlich während des Laufens. Ich hatte irgendwie gar keine Magenprobleme mehr während des Laufens, es ist mega gut geworden und ja, Laufen hat irgendwie Spaß gemacht. Die letzte große Generalprobe, wie ich sie nenne, war dann im Prinzip ein 30-Kilometer-Run, den ich mit Tim zusammen gemacht habe, beziehungsweise ich bin gelaufen. Und da ging es Tim dann nicht so gut. Der hat mich auf dem Fahrrad begleitet. Werde ich euch auch nochmal ein paar Aufnahmen einblenden. Ich war genau eine Woche krank und war genau 2 Wochen jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht laufen. Heute ist es soweit. Ich laufe jetzt gleich 30 Kilometer. Oh.
Luca ist jetzt auf dem Endspurt. Bis jetzt hat er es mega geistreich gemacht, also richtig heftig. Er läuft super entspannt, super konstant. Kommt nicht in ein krasses Atmen, sondern atmet mega ruhig. Und ja, mega, mega gut. Beine. Das ist einfach freaking Wackelpudding. Aber ich habe durchgehalten wegen dem Mann da hinten, den man jetzt nicht sieht. Bester Mann, der hat mich gepusht. Tot. Und so wird sich jetzt hier nach so einem 30K-Run belohnt. Hab noch eine Rivella aus dem Urlaub gehabt. Hier ein richtig gutes Pesto. Das ist auch ein absoluter Banger. Gran Padano noch. Jetzt wird hier einfach nur absolut abgeschmatzt. Dann ging es eine Woche lang nur ins Tapern. Also eine Woche lang nicht laufen. Eine Woche nur viele Kohlenhydrate essen und ja, das habe ich dann auch gemacht. Habe meinen Kohlenhydrathaushalt sehr, sehr aufgefüllt, würde ich mal sagen. Habe auch wieder ein bisschen Fett angesetzt, aber das ging dann eigentlich ganz gut. Hat auch mega Spaß gemacht und dann war es tatsächlich soweit. Dann war Sonntag und Marathon war angesagt. Ich nehme euch mal den ganzen Marathon mit, also wir sind morgens angekommen, es war halt wie gesagt schon ein bisschen regnerisch, hat die ganze Zeit genieselt, alle haben sich fertig gemacht und man hat irgendwie schon gemerkt, es war jetzt nicht so ganz so ein Hobbylauf, da waren irgendwie schon Leute sehr, sehr motiviert, die hatten da alle Ausrüstung und Equipment, die sahen schon alle richtig professionell aus, aber es war trotzdem eigentlich ganz cool in so einem Zelt da, haben wir uns alle getroffen morgens und haben uns alle zusammen fertig gemacht, haben die Startnummern uns angehangen. Und ja, dann ging es dann los. Es ging tatsächlich irgendwie sehr, sehr schnell los, weil es hat die ganze Zeit draußen genieselt und geregnet. Und dann wollten wir halt nicht schon draußen stehen und es stand halt die ganze Zeit in dem Zelt. Und auf einmal wurde dann ausgerufen, ja, der Marathon geht jetzt hier in 5 Minuten los. Dann haben wir uns irgendwie fertig gemacht. Und dann war es auf einmal nur noch 1 Minute und irgendwie sind noch zu wenig Läufer am Start. Da sind wir mal ganz schnell zum Start gegangen. Also Zeit, aufgeregt zu sein, hatten wir gar nicht. Es ging dann direkt los mit dem Startschuss. 2, 1. Und dann ja, sind wir eigentlich alle richtig gut in den Marathon reingestartet. Ich hatte so richtig gute Laune, es war richtig toll irgendwie in den Menschenmengen. Einfach war gute Laune, keiner hat irgendwie ein schlechtes Gesicht gezogen wegen dem Wetter, obwohl das echt schon da nervig war am Start mit dem Nieselregen. Aber alles war wunderbar, es hat Spaß gemacht. Und die ersten 7 Kilometer bis zur ersten Zeitmessung habe ich auch irgendwie einen ganz guten Pace hingelegt. Auch noch schneller, viel schneller als mein Zielpace war. Dann ging es tatsächlich irgendwie auch schon die erste Ansteigung hoch und da bin ich noch am Anfang hochgejoggt, aber hatte am Ende gar keinen Platz mehr hochzujoggen, weil alle gegangen sind. Bin ich halt auch gegangen und vor allen Dingen war es dann einmal so ein ganz, ganz enges, kleines Nadelöhr und da musste man halt einfach gehen. Ja, dann ging das halt eigentlich die ganze Zeit so weiter. Es war ganz entspannt eigentlich. An den Verpflegungsstationen, was ich auch komplett unterschätzt habe, war Trinken aus dem Becher, während man läuft. Komplett loslassen. Habe ich gedacht, ja gut, das kann ja nicht so schwer sein. Einfach so ein bisschen zusammendrücken und so trinken. Loslassen, hat nicht geklappt. Ich hatte Gott sei Dank meine Laufweste an mit meinen 2 kleinen Softflask, die ich dabei hatte. Das hat dann immer zwischendurch gut geklappt. Und ja, meine Strategie war auch, alle 5 Kilometer ein Powergel zu nehmen. Das hat auch super gut geklappt. Die habe ich dann auch immer alle 5 Kilometer genommen und hatte auch eigentlich jetzt nicht größere Magenprobleme. Das war dann eigentlich immer noch ganz gut. Was dann wirklich eigentlich nervig war, war wirklich immer der Nieselregen. Dann wurde zwischendurch trocken. Dann war wieder eigentlich die ganze Zeit Nieselregen. Wenn es trocken war, war es auf einmal mega windig. Und was wirklich auch sehr anstrengend war, dass man dann die ganze Zeit auf den Boden gucken musste. Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit nur auf Asphalt immer gelaufen. Und das war halt Waldboden und es war halt komplett matschig immer. Man musste die ganze Zeit aufpassen, wo man hintritt. Meine Schuhe sahen danach bodenlos aus. Und ja, das war wirklich eigentlich so die schwierigste Sache daran, würde ich sagen. Was dann weiterhin dazu kam, als ich mich so langsam
dem Halbmarathon angenähert habe, war die ganze Zeit den Spruch von Tim im Kopf, dass der Marathon erst ab dem Halbmarathon eigentlich anfängt. Ja, also solange man die 21 ganz entspannt läuft, dann sollte man auch den Marathon schaffen. Nur ab Kilometer 18, 19 habe ich wirklich schon so meine Hüfte gespürt. Meine Beine wurden immer schwerer und es hat sich wirklich dann gezogen und eklig angefühlt. Ich glaube, Kilometer 19 bis 20 war dann auch auf so einer riesen Kaimauer. Wir sind ja eigentlich die ganze Zeit um den See gelaufen, auf so einer riesen Staumauer. Und da war es so gottlos windig. Das war echt sehr, sehr tough. Da wurde ich dann auch irgendwie noch von so einer ganz kleinen Oma überholt, die irgendwie mir noch einen blöden Spruch dabei gedrückt hat. Irgendwie so, oh, pfeift ganz schön, wa? Ich sag, ja, genau. Und dann läuft die einfach vorbei. Also die war gut drauf. Und wie gesagt, da habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf gehabt, scheiße, ey, ich bin jetzt schon eigentlich, ich bin nicht komplett am Ende, aber es ist schon viel zu anstrengend für, wie es eigentlich sein sollte. Und ja, da war ich noch gar nicht bei der 150 Meter Umleitung. Die kam dann nämlich bei Kilometer 24. Bis dahin habe ich mich irgendwie eigentlich ganz gut durchgeschlagen. Bei Kilometer 24 habe ich das erste Mal dann auch Elektrolyte getrunken. Die waren eigentlich schön lauwarm, es war ganz angenehm. Und dann hat da die Umleitung angefangen. Einfach so eine Serpentinenstraße rauf. Da habe ich dann eigentlich auch schon direkt komplett losgelassen. Bin eigentlich mit den meisten da einfach zusammen hochgegangen. Und ja, diese Straße hat sich so endlos lange gezogen. Also ihr müsst euch vorstellen, es ging da wirklich von 24 bis 26 oder 27 komplett die ganze Zeit nur bergauf. Es war kein Ende in Sicht, es ging die ganze Zeit wirklich steil bergauf. Und da kann ja auch wirklich keiner erzählen, dass das nur 150 Höhenmeter mehr waren. Es war eine Cap, es war eine Lüge. Und ja, da habe ich wirklich losgelassen, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich dann eigentlich die ganze Zeit hochgegangen. War natürlich nicht mein Ziel, aber es ging einfach wirklich nicht anders. Ich dachte mir, wenn ich jetzt hier versuche noch zu laufen, ich glaube, dann würde ich die absoluten Krämpfe bekommen und würde es am Ende auf jeden Fall spüren. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, das spare ich mir. Das spare ich mir besser. Und lass das mal lieber sein. Deshalb bin ich da schön hochgegangen, hab das hat halt mega viel Zeit gekostet, na klar, die ganze Zeit zu gehen. Und ja, dann, als man die erste Straße geschafft hat, ist man dann immer zwischen so verschiedenen Feldern immer längs gelaufen, gerade. Da bin ich auch noch wieder ein bisschen losgejoggt. Und dann ging es aber wieder steil bergauf und da bin ich halt auch wieder gegangen. Und irgendwann hat man es dann geschafft, dann war man ganz oben. Und da hat der Wind wirklich so ehrenlos geblasen, das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Dann ging es aber auch schon wieder bergunter. Bergunter war auch wirklich sehr, sehr gottlos, muss ich wirklich sagen. Ich habe dann gedacht, ja gut, jetzt bin ich ja so, dann geht es einfach vielleicht die ganze Zeit so schön peu à peu bergab. Dem war gar nicht so. Es ging dann auf einmal richtig steil bergab und man war eigentlich so in, ich glaube, 1,5 Kilometer wieder beim See unten am Ufer und ja. Da habe ich dann auch nochmal zwischendurch losgelassen. Da war ich dann irgendwie auch mal kurz im Busch pinkeln. War zwischendurch mal kurz wieder gehen, bergunter, weil es irgendwie so krank unangenehm für die Knie war. Dieses Bergunterlaufen, das war wirklich richtig anstrengend. Und ja, unten war dann eine Verpflegungsstation. Das war auf jeden Fall die beste auch während diesem ganzen Lauf. Da gab es irgendwie Kinderpunsch, so kleines Laugengebäck, Salzstangen. Da gab es sogar Alkohol. Und ja, es war wirklich die beste Station. Da habe ich auch immer meine Softflasks nochmal aufgefüllt mit Wasser, habe dann nochmal mega viel Wasser und Cola getrunken. Und ja, ich glaube, ich war da mindestens so 4, 5, 6 Minuten einfach nur in dieser Verpflegungsstation, habe da ein bisschen wieder runtergekommen, es hat nämlich dann wieder angefangen zu regnen. Und ja, dann bin ich, wie gesagt, nach dieser Zeit dann wieder losgelaufen und habe dann irgendwie relativ schnell noch so einen Typen eingeholt, der auch an der Verpflegungsstation sich aufgehalten hat. Dann habe ich den irgendwie angesprochen, irgendwie so, ja, keine Ahnung, da wollen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben und dann wieder schnell im Trockenen nach Hause kommen. Und ja, von dem Punkt an, ich glaube, es war so Kilometer 28, 29, bin ich eigentlich nur mit dem zusammengelaufen. Super netter Kerl, der hat mir, glaube ich, auch mega viel geholfen. Der hat mich eigentlich durch den ganzen Marathon dann am Ende noch gezogen. Haben uns eigentlich die ganze Zeit halt unterhalten, beziehungsweise, ich glaube, es war eher Monolog mehr. Er hat mich dann doch sehr zugetextet, was wirklich eigentlich sehr angenehm für mich war, weil ich wirklich einfach nur, ja, laufen konnte und ich wurde ein bisschen entertained, unterhalten. Davor war ich die ganze Zeit alleine und das tat mir dann, glaube ich, echt gut. Wir haben dann irgendwie so einen schönen Pace gefunden, sind die ganze Zeit gelaufen, haben uns ein bisschen unterhalten. Das war wirklich sehr, sehr nett. Und ja,
Dann bin ich so irgendwie von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation weitergekommen. Hab dann immer kurz mit ihm dann eine Cola getrunken, Wasser getrunken und dann ging es direkt wieder weiter. Und ja, dann ging irgendwann meine schöne Apple Watch aus. Der Akku war dann alle, weil ich schon so lange gebraucht habe. Kurz bevor ich drauf geguckt habe, waren wir auf jeden Fall schon bei über 4 Stunden. Deshalb habe ich mir gar keinen Stress gemacht über die Zeit. Und ja, er meinte dann irgendwann noch, ja okay, kommen jetzt noch 5 Kilometer. Und ich sage, ja okay, geil, wie viel Uhr haben wir denn? Und er sagt, ja, irgendwie 4 Stunden 30 sind jetzt bei ihm auf der Uhr. Da dachte ich, ja komm, in einer halben Stunde schaffen wir ja 5 Kilometer, ist ja easy, ne? Packen wir. Dann sind wir unter 5 Stunden irgendwie, das wollte ich auf jeden Fall versuchen, hatte ich ihm auch gesagt. Und er meinte, ja okay, von ihm aus können wir noch ein bisschen schneller. Hat es mal ein bisschen schneller gelaufen. Aber er hatte schon so eine Miene verzogen, als ich gesagt habe, ja, in einer halben Stunde schaffen wir das ja. Ich habe gefragt, was ist denn los, wieso glaubst du nicht? Er sagt, naja, ich kenne ja noch die Strecke, weil er ist hier schon öfter gelaufen. Und ja, dann hat es sich am Ende wirklich nochmal bergauf, bergab echt gezogen. Es waren noch echt ein paar steile Anstiege dabei, wo wir nochmal gehen mussten. Und dann auch sehr unwegsames Gelände, möchte ich einfach mal sagen. Dann irgendwie kam so eine Hartwendeltreppe über Steine, richtig flutschig, glitschig war die, wo man dann runtergehen musste, an Geländer sich festhalten musste. Das war echt, ja, nicht ganz so gut. Da dachte ich mir auch wirklich, ich laufe nie wieder so einen Marathon, wenn dann maximal so ein Städtemarathon ohne Höhenmeter und ohne irgendwelche Waldwege, weil da hatte ich wirklich, als ich den dann noch gesehen habe, so bei Kilometer 40 bin ich fast nach hinten umgefallen. Und ja, dann so, als wir das Ziel gesehen haben, auf der anderen Seite des Sees, hat mich nochmal der Ehrgeiz gepackt und ich bin tatsächlich nochmal richtig losgesprintet. Da habe ich ihn noch am Anfang versucht mitzuziehen, aber da musste er loslassen und hat mich dann ziehen lassen. Ich bin dann vorbeigezogen und ja, bin dann die letzten Meter irgendwie wirklich dann doch noch komplett ins Ziel gesprintet, weil ich dann noch irgendwie im Kopf hatte, diese Zeit unter 5 Stunden. Hab's dann leider nicht geschafft. Ich blende euch auch mal jetzt meinen Zieleinlauf ein. Der netterweise aufgenommen worden ist von meinem Papa. Und ja, es war dann eine Zeit von 5 Stunden und 51 Sekunden, genau zu sein. Hier auch mal meine Urkunde, wo nochmal die Zeit steht. Und ja, 5 Stunden, 41 Sekunden später bekommt man dann hier auch so eine wunderschöne Medaille vom Ruhrsee-Marathon. Ja, dann habe ich es geschafft. Mir ging es tatsächlich richtig gut. Also ich war nicht so wirklich normal. Die Beine sind natürlich wie Wackelpudding, ist natürlich klar. Aber also ich konnte mich wirklich gut halten. Ich musste nichts Großartiges essen. Ich war nicht ultra blass. So, mir ging es echt gut. Ich hatte nichts Großartiges, was man hätte haben können. Es war wirklich eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Ich bin auch eigentlich ja, stolz auf mich, die Zeit, ne? Klar, hätte ich mir besser vorgestellt, aber ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, bei den Höhenmetern und dem Matsch die ganze Zeit, da habe ich halt eigentlich sehr früh losgelassen und das sein lassen, habe mir das aus dem Kopf gestrichen. Also wirklich eine sehr, sehr coole Erfahrung, die ich wirklich jedem da nur ans Herzen legen kann, das mal zu machen. Es ist wirklich beachtlich, wenn man sich so denkt, wow, was mein Körper alles schaffen kann, und ich würde sagen, ich bin der Beweis. Es war wirklich sehr, sehr cool und ja, wird es auch, glaube ich, nochmal wieder machen in meinem Leben, wenn man sich mal wieder was beweisen muss. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Wrap-up gefallen und es war mir jetzt auch einfach wichtig, das jetzt mal endlich abzuschließen, dieses Marathon-Thema. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne in den Kommentaren. Oder, keine Ahnung, schreibt mir, wie schlecht die Zeit ist. Ist mir auch egal. Ich bin einfach wirklich sehr zufrieden mit mir persönlich. Die Medaille, die bleibt mir auch jetzt für immer. Und ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Falls es euch interessiert, nach dem Marathon habe ich mich auch mit meinem Kollegen Tim noch selber belohnt. Und wir waren dann eine Woche im All-in-Türkei-Urlaub. Falls euch das interessiert, was wir da so getrieben haben, dann schaut doch gerne nächste Woche nochmal vorbei auf dem Kanal. Da kommt dann dazu ein Video. Und ja, ich würde sagen, bis dahin. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei. Ihr wisst, dass man auch 5 Stunden für einen Marathon brauchen kann. Und ja, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao, ciao.